Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge aus der Serie Photoshop Basics. Heute geht es um den Hochpassfilter. Und wenn ihr ihn noch nie gesehen habt und ihn jetzt gleich zum ersten Mal seht, dann werdet ihr euch natürlich fragen, was soll denn das Ganze? Aber zeige ich euch erstmal, wie man da hinkommt. Wir machen uns mit Command oder Control J erstmal eine Kopie von der Hintergrundebene. Und gehen dann unter Filter, sonstige Filter, Hochpass. So, und was ihr jetzt seht, ist im Wesentlichen eine graue Fläche, aber ihr seht die Strukturen, die vorher im Bild waren. Ich lasse ihn jetzt mal so stehen, wie er ist, sag mal okay, und schalte mal die Ebene nochmal aus, damit ihr seht, was da passiert. Und damit wir es wirklich ganz genau sehen können, gehe ich mal auf eine Ansicht von, ja, normalerweise würde ich 100% nehmen, aber hier gehen wir jetzt mal auf 200%, damit wir auch im YouTube-Video genau sehen, was der eigentlich macht. Ich mache ihn nochmal aus, gucke mal auf die Fensterläden und hier auf das Dach und hier auf diese Texturen wieder ein. Und ihr seht, dass die Farbinformation zumindest fast weg ist, aber die Texturen hier, die sieht man. So, wenn ich das jetzt vorher in ein Smart-Objekt umgewandelt hätte, dann könnten wir jetzt auch hieran noch was tun. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Command oder Control Z, um hier rauszugehen, wandle den mal noch in ein Smart-Objekt um und wende dann den Hochpassfilter, sonstige Filter, Hochpassfilter, nochmal genauso an, also die gleichen Einstellungen wie gerade. Dieser Regler hier gibt mir jetzt den Radius vor, in dem der arbeiten soll. Ich schraube ihn mal ganz nach oben. Dann seht ihr, ihr bekommt ein, naja, sagen wir mal interessantes Ergebnis. Kann vielleicht auch mal interessant sein für einen Bildlook, aber nicht das, was mir jetzt wirklich gefällt. Dann drehe ich ihn mal ganz nach unten. Jetzt sind wir bei 1,3, vorhin waren es 2,6. Jetzt sehen wir, dass hier die Texturen noch ein bisschen deutlicher rauskommen. Man sieht sie zwar jetzt, nachdem ich ihn auf 2,7 hochgeschraubt habe, eher deutlicher, aber das liegt jetzt nicht daran, dass die feineren Strukturen abgebildet werden, sondern dass sich im Prinzip feine Strukturen jetzt zusammengemischt haben. Man kann es hier so ein bisschen erkennen, da wo feine Strukturen waren, sieht man jetzt eher Flächen. Hat sich immer noch nicht beantwortet, was soll das Ganze eigentlich? Ich drücke mal OK, ich lasse ihn jetzt mal auf 2,7 und ändere jetzt mal den Mischmodus dieser Ebene auf lineares Licht. So, seht ihr jetzt den Unterschied zum Originalbild? Ich mache ihn mal aus, wieder ein und ihr seht, das Bild ist schärfer geworden, um nicht zu sagen, es ist jetzt überscharf. Um das noch ein bisschen genauer zu beeinflussen, öffne ich mir den Hochpassfilter mit Doppelklick hier nochmal drauf, weil wir haben ja ein Smart-Objekt, da kann ich das tun. Und ich schraube ihn mal nochmal ganz nach oben. Jetzt bekommen wir ein wiederum künstlerisches Bild. Ich schraube ihn mal wieder auf 1,3, da waren wir vorhin. Jetzt haben wir, ja, da müssen wir uns das vorher nachher angucken. Ich sage mal okay, vorher, nachher. Auch hier, speziell in den Fensterläden, sieht man das ganz gut. Extreme Schärfe, fast schon überscharf. Aber das können wir ja einfach korrigieren, indem ich hier zum Beispiel mal auf ungefähr 50%, gut, sind jetzt 51% runtergehe und dann nochmal ausschalte, einschalte und dann sieht man deutlich, wir haben das Bild jetzt in normalem Rahmen nachgeschärft. Und das ist letztendlich die Anwendung eines Hochpassfilters. Schauen wir uns den nochmal im Normalmodus an. Was macht er eigentlich? Dazu sollte ich die Deckkraft wieder auf 100% setzen, damit wir auch wirklich was sehen. Und jetzt gehen wir mal noch weiter ins Detail rein. Wir sind jetzt auf 300, 400, 500, 600. Ja, ich gehe jetzt mal, jetzt sind wir schon auf Pixelebene, das war vielleicht eins zu viel. Wir sind jetzt auf 800% vergrößert. Und zum Beispiel an dieser Linie kann man erkennen, dass an einer Kante durch den Hochpassfilter im eher dunkleren Bereich ist ein schwarzer Strich entstanden und im eher
hellen Bereich ist ein heller Strich entstanden. Und das ist genau das, was, ja, ich sag mal, die meisten, um nicht zu sagen alle Schärfungsmethoden machen. Sie erhöhen den Kontrast an den Kanten. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, wo ich das noch ein bisschen genauer zeige. Ich stelle euch auf jeden Fall mal den Link unten in die Beschreibung. Gehen wir wieder auf die 100% Ansicht und setzen das Ganze auf lineares Licht. Stellt sich natürlich jetzt wiederum die Frage, warum lineares Licht, warum nicht weiches Licht? Machen wir mal weiches Licht. Da seht ihr schon, der Scharfzeichnungseffekt ist jetzt deutlich geringer ausgefallen, was schon durch die Namensgebung, ja, ich sag mal, eher logisch ist. Ich habe über das Bild jetzt im Prinzip über den Hochpassfilter eine Strichzeichnung aus dunklen und hellen oder schwarzen und weißen Strichen gelegt. Wenn ich das jetzt mit weichem Licht überlagere, dann ist der Effekt natürlich weg, weil weiches Licht ist weich. Aber ich möchte es scharf haben, ich möchte es scharf zeichnen. Deswegen lineares Licht. Man kann auch zum Beispiel multiplizieren nehmen. Damit wird das Bild in Summe zusätzlich etwas dunkler, was nicht immer der gewünschte Effekt ist. Deswegen, ja, was mache ich? Ich nehme eigentlich in 99,9%, ich lasse mir mal ein Hintertürchen offen, immer die Variante lineares Licht. Und was ihr jetzt auch machen könnt, dadurch, dass das eine eigene Ebene ist, in dem Fall sogar mit Smart Filter, ich habe jetzt Vordergrundfarbe schwarz, lege mir auf die Ebene eine Maske und dann male ich mit Schwarz mal hier auf dieser Maske da hinten im Wasser, bei den Bergen und sonst worum, weiche Kante, dann brauche ich mich nicht so sehr um den Übergang zu kümmern, damit das Ganze dann am Schluss noch einen natürlichen Look hat. Und jetzt halten wir mal aus und ein. Und jetzt sehen wir, die Häuser und die Bäume werden scharf, aber hinten passiert nichts. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so deutlich, deswegen mache ich das jetzt auch mal noch hier vorne. Das heißt, die Bäume nehme ich jetzt auch mal von diesem Scharfzeichnen raus. Relativ grob jetzt. Schalten wir nochmal aus und ein. Und jetzt habe ich genau das erreicht, was ich haben wollte. Die Häuser und die Strukturen in den Häusern werden scharf gezeichnet. Bei den Bäumen und beim Hintergrund passiert nichts. So, beim letzten Mal hatten wir den Gaußschen Weichzeichner behandelt und ich hatte euch schon angekündigt, dass der Gaußsche Weichzeichner mit einem weiteren Filter in der Kombination, und das ist nämlich genau der Hochpassfilter, ja, oft gemeinsam benutzt werden. Und was das ist, das machen wir dann bei der nächsten Folge von Photoshop Basics. Wenn es euch heute wieder gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn es euch interessiert, was man mit dem Gaußschen Weichzeichner und dem Hochpassfilter zusammen dann anfangen kann, dann abonniert doch meinen Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht. Und vergesst nicht die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.